sitzen hier. Ach Quatsch. Da, der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, aber du musst auf der anderen Seite parken. Ich glaube, der Haupteingang ist, oder ist das da hier, der Haupteingang? Und jetzt die nächste hier direkt rein, dann bist du da. Ja, ja, das ist hier. So, meine Freunde, in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt gerade hier auf großer Tour. Wir sind weit weggefahren zum Philipp aus dem Hanfbachtal. Hatte ich ja bereits angekündigt, weil ich immer noch eine G-Klasse suche und ich sehe schon Blaulicht und ich sehe schon eine G-Klasse und ich sehe eine G-Klasse und ja, ich würde sagen, es geht los. Dürfen wir jetzt einfach da mal reinspazieren oder was? Ich weiß aber nicht, wo man hier hin muss. Ja, wo ist Schelle links? Nee, ich glaube, da hinten gibt es so eine Garage. Also Schelle, wir müssen jetzt hier nicht anschellen. Ne? Das sind diese Wolf-Dinger hier, die sind da ganz cool. Ne? Also ich habe es ja gesagt, dass ich heute nach einem Wolf schaue mit Kabelbrand und einen G-Kasten. Und da wollen wir mal gucken, was das Ding so kann. Irgendwie, das ist alles voll mit G-Klasse. Ich werde Wahnsinn. Das riecht hier alles so nach Bagger, ne? Schell mal an. Jetzt kriegst du direkt einen in die Fresse gehauen. Ne? Ja, du musst die Glocke da bewegen. Ich suche jetzt nach einer kaputten G-Klasse, die ich erstmal fertig machen kann und mein Geld dann vielleicht hinterher durch den Verkauf verdoppeln kann, damit ich die richtige kaufen kann. Oder halt direkt die richtige. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich gleich zeigen. Ach, guck mal, tatsächlich. Hier ist ja ohne Ende noch hier hinten. Was ist mit dem Ding hier? Oh. Basti. Da ist ein Schwung an Autos hier. Hier ist der Observationsbus einmal. Ja, nee, ich suche ja diese eine. Vielleicht findest du ja schon die mit dem Kabelbrand. Wie kriegt man die denn hier raus? Müssen jetzt alle erstmal beiseite gefahren werden? Ja. Okay. Die erste zur. Mit einer Seilwinde direkt dran. Ja, mit einer wahren Seilwinde dran. Die sieht auch schon geil aus, das Ding, ne? Oh, wow, da ist aber auch. Oh, die hat aber eine schöne Ausstattung drin. Guck mal, die ist zu. Große. Die ist cool, ne? Und die sind offen? Tatsächlich. Und von innen macht einen guten Eindruck. Die riechen wie ein LKW. Ich habe hier schon meine gefunden hier. Ich hätte ja gern so einen zugen Kasten hier. Oh, da ist das Ding. Hier, ich habe es. Ich habe das Ding. Ja gut, in Sachen Lack haben die da wirklich alles gegeben. Hier hast du ein Trittbrett oder was ist das hier für ein Ding? Ah, ach, da kommst du in das Auto rein mit. Das ist geil, das Ding. Da muss, ich jetzt mal hier reingucken. So, Leute, das ist jetzt also. Das ist ein anderer Ding oben drauf, ne? Ein anderer Dachträger. Du musst jetzt erstmal sagen, was das. Da, guck mal hier, das kommt vom Militär hier, 2017 zuletzt. Jetzt muss man natürlich erstmal sagen, was das für ein Ding ist. Das ist so ein Kasten. Einen ehemaligen Funkwagen, würde ich jetzt fast tippen. G250 mit Diesel. Mit den Klappen hier hinten, ne? Findest du gut? Guck mal hier, da kann der Mirko sich schön hinten reinsetzen. Geil, das Ding. Und so ein Ding hast du dann auch als LKW zugelassen. Natürlich ist das geil, das Ding, aber wir haben noch keinen Preis. Und der Preis ist ja das Entscheidende bei so einem Ding. Ne? Such jetzt mal die Brandschaden-G-Klasse. Das ist bestimmt die ganz da hinten, die total. Das war eine Umklappbare. War eine Umklappbare, ja. Oh, guck mal hier. Nee, 290 war das nicht. Das war eine 250 GD, glaube ich. Leute, das ist unfassbar. Guck mal, was hier für Autos stehen. Jetzt alles voll mit geilen Militärfahrt. Was ist das? Ein Blazer? Nein. Was ist das für einer? Weiß ich nicht. Das sieht nicht aus wie Brandschaden, nee. Oh. Scheiße. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wo ist diese Brandschaden-G-Klasse? Weil die ist am günstigsten. Muss auf den Preis achten, ne? Hier hast du den Träger direkt drauf, ne? Was haben wir denn hier? Hier ist kein Brandschaden. Die sehen doch gut aus von innen, ne? Hier hast du diese große. Da drüben ist das vielleicht das Ding. Ich habe meine Jack Wolfskin-Jacke zerrissen hinten. Wir haben hier, lass mich raten. Nee, das ist nix. Guck mal, die hier, die Fünftürer. In den grünen direkt. Der hat schon diese Dinger dran, ne? Oder? Aha. Alles. Diese Putsch. Da ist eine hohe Seilbahn. Nein, die ist hässlich. Die ist hässlich. Das ist eine kurze, die sieht aber auch schon scheiße aus. Und die hat einen Brandschaden. Ich glaube. Ja. Basti. Ja, ne? Für 4,4. Komm mal rein, guck dir mal an. Das ist ein Traum. Das ist ein Top-Zustand hier. Guck dir. Plus Mehrwertsteuer, 5,1 bist du dann dabei. Hier kannst du Wasser ablassen, kannst du schön durchwischen einmal.
Ne, sag mal, da ist halt, da fehlt die Scheibe, da ist ein bisschen was weggebrannt oben. Nee, also Leute, ich habe mir dann doch jetzt echt überlegt, ich kaufe direkt die fertige, also das Ding wieder herzurichten hier. Also wenn, also der liebe Philipp möchte 4.400 für dieses Auto haben hier. Aber das Problem ist, da ist schon super viel kaputt, die Scheibe ist gerissen, die Scheibe muss neu, da hinten das Ding muss neu. Ich habe jetzt gedacht, da ist vielleicht wirklich hier unten nur so ein bisschen was weggekokelt. Aber das ist schon an der Grenze des Möglichen, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Und ich habe auch gar keinen Platz dafür, jetzt mich so hart mit so einem Auto zu beschäftigen. Also suchen wir weiter. Was ist hier mit so einem Ding? Dann fragen wir nach dem Preis. Den Vampirjäger. Ich, ja. Ich traue mich gar nicht, nach dem Preis zu fragen, weil ich dann wieder weiß, das wird heiß, der Preis. Aber was mich so verwundert, ist, dass hier wirklich fast kein Rost dran ist, ne? Da ist nichts dran, die Basis ist tipptopp. Da ist nichts. Also Leute, ich kann euch das nochmal sagen, ich habe das jetzt bei dem letzten Holländer, habe ich das ja, ja in Erfahrung mal gebracht, wo so die Schwachstellen bei dem Ding sind. Und das ist da hinten, dass das da gerne anfängt zu rosten, die Aufnahmen rosten gerne. Und da, wo der Rahmen halt hier drauf steht. Aber die sehen wirklich gut aus. Das ist natürlich ein bisschen Flugrost dran, Wiskener, aber das macht man alles. Hier ist alles noch tipptopp. Komisch, warum die Militärdinger besser sind. Was ist das denn für ein... Das ist ein Kübel, oder? Der ist zum Üben. Was ist das? Der ist zum Üben. Wie zum Üben? Ja, zum Einsteigen. Ja, da will ich aber gar nicht einsteigen, weil das Ding... Hä? Hey? War das nicht? Doch, der ist aber entspannt hier. Was ist das denn für eine Marke? Bombardier. Das ist ja gar nichts. Das Ding. Ja gut, das läuft. Von innen fast wie bei mir, also gar kein Problem. Ja? Top. Ja, aber das ist raus, oder, das Ding? Sei mal ehrlich, das kannst du nicht mehr machen. Das ist alles im Arsch. Boah, die ganze Mittelkonsole ist abgebrannt, da muss alles neu. Guck mal oben, das Ding ist weggebrannt, das muss neu. Nee, das kriegst du nicht. Ich guck dir den Fußraum an, das Loch da vorne, da habe ich keine Lust drauf, das will ich nicht. Ich möchte jetzt gerne mal einen Preis für diese Dingens da hinten, für diesen Funkwagen haben und für so eine Fünftürer. Das würde ich noch gerne, das würde ich begrüßen. Ich weiß noch nicht, wo der Herr ist gerade. Ich saß noch nie hinten, ich muss mich mal hinten noch einsetzen. Du hast Platz. Boah, du hast richtig Platz. Komm mal rein hier in das Ding. Der denkt sich auch, wir haben voll einen am Sender. Wir kommen hier rein spazieren. Riechst du das? Ja, hier. Das ist ja schon drauf. Wie? Nein! Oh. Das ist nicht Schimmel. Ja. So, wir brauchen einen Preis von den netten Herren. So, ist auch wieder die Bund-Variante. Oh ja, da sieht der Träger schon ein bisschen beschissener aus. Der hat aber eine ganz andere... Der sitzt aber auch tiefer drin. Der hat den Kunststofftank schon. Kunststofftank und halt... Ja, sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen... Schlechter. Die Dinger wurden garantiert besser gewartet als die privaten. Hier hast du diesen Hardtop. Boah, ganz andere Geräuschkulisse. Und ein Pioneer-Radio ist hier drin. Guck mal, die ist richtig hoch, das Ding. Der ist ein Hardtop, ne? Genau. Ja, ist ein Hardtop, richtig, oder? Richtig fest ist das nicht mehr. Nee? Muss da rausschneiden, hier festgeklebt. Das ist natürlich für so ein Wohnmobil wäre das am geilsten, ne, das Ding? Ja, das ist die großen Fenster. Der geht am meisten was rein, aber ich finde, der sieht schäbig aus. Den können wir nochmal von außen zeigen. Kostet immer mehr, aber. Das ist schon so ein. Guck mal, einmal. Ich zeig dir nochmal. Ich erstmal nach dem Preis gucken. Nee, der ist hässlich. Da ist viel schäbig, dieses Hochdachding da. Guck mal, ein THW-Bus hier. Ein großer Unimog. Wollen wir mal gucken hier. Wir können erstmal weiter gucken. Ich habe da vorne noch Einsatzfahrzeuge gesehen. Vielleicht entscheide ich mich ja doch noch irgendwie für so ein Ding hier. Guck mal hier. THW. Wir brauchen einen Preis. Für. Steht immer drin? Kostet 11 plus Mehrwertsteuer. Ah, okay. Da hinten die geschlossenen. Eine ist schon verkauft von den Dingern. Das ist diese Funkwagen. Ah, die zwei davor. Weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht. Nee, die kosten etwas weniger als 12,9. Okay. Hier ist der Philipp. Okay, Leute, wir haben schon mal einen Preis. Die Preise sind heiß, ne? Ist ein Schnapper, oder? Sollen wir beide direkt mitnehmen? Also wenn da dran steht, so, dann weißt du, das sind 10,5. Da hinten sind das 11. Dann können wir ja da mal drauf gucken, dann wissen wir doch die Preise. Ja, das funktioniert hier nicht. Also hier auf der Tür habe ich den Preis 12,5. Nee. Nein? Der Preis steht immer vorne. 19? Ja. Auf der Seite. Also 1900. Nein. Okay, Leute. Oh, was ist das denn hier? Guck mal, guck mal, hast du den gesehen hier? Den alten Jeep hier? Da sind diese Lampen, weil ich gesagt habe hier. Ach, der Basti ist schon wieder weg. Ah, ja. Das ist ein alter Jeep hier. Kommst du da nicht durch oder was bei dir? Ach, der macht noch ein paar Bilder. Leute, das ist zu teuer. Also hier, dieses Ding, das kostet jetzt zwischen 11 und 12.000.
Ja, wenn die fertig im Top-Zustand sind, habe ich den bei eBay schon gesehen. eBay Kleinanzeigen oder mobile für 15. Aber da muss man halt noch ein bisschen was dran machen. Ihr seht jetzt hier so, dass der Lack, ne, sie waren hier halt einfach schmerzfrei. Die haben das knallhart so drüber gepinselt. Ich hätte das Ding auch einmal nochmal neu gemacht und schön. Aber das ist zu teuer, oder? 12 hier. Die auch? Ja, die kostet 12. Plus Mehrwertsteuer, bist du bei 14.000. Ja, aber das ist doch kacke. Da ist doch nichts drin hier. Aber die sehen noch gut aus von innen. Da ist jetzt, wenn ich das jetzt mal so hochhebe hier unten. Aber das Problem, das sind alles junge. Das ist alles 90er. 92er, ja, aber da kriegst du auch kein Haar für. Was ist das denn für ein Ding hier? Ach, das sind die Zuschaltungen für die Getriebe. Ja. Handgas ist schon ausgebaut. Guck mal hier, das moderne Ding hier schon drauf, ne? Lämpchen. Die Hellerlampe für 20 Euro. Das ist ja auch schön, ne? Da steht jetzt 56.655 ja, Kilometer. 100. Das kann aber sein, dass der mehr hat, weil Leute, wenn jetzt hier, wenn der einmal durchläuft, dann fängt er wieder bei Null an. Also könnte es sein, dass er schon 100.000, 200.000, 300.000, man weiß es halt nicht. Schön. Ich würde echt gern 5 Türer haben, weil das Problem ist, wenn wir jetzt wirklich mal eine Tour fahren, dann können wir immer nur 1, 2 Leute mitnehmen und hinten können dann Leute auch sich auf eine Ladefläche setzen. Wobei das natürlich nicht zulässig ist, wenn wir so eine längere Tour machen. Ja, die sieht geil aus, ne? Aber der ist durch, aber der hat den Tritt hinten. Das ist schon mal viel wert. Der schafft 12,9. Wieso kostet denn 12? Was ist denn da? Wie kann man denn so ein Ding für 12.000 kaufen? P&W, Puch und keine Ahnung. Es riecht wie ein LKW. Wir müssen so ein Ding fahren. Das soll mal einen Schlüssel geben dafür, so ein Ding. Ich weiß das nicht. Ehrlich, ich kann dir das nicht sagen, was das hier ist. Also das ist nichts für mich. Also die 5 Türer ist schon gut, das muss aber günstig sein. Bezahlbar. Das ist halt das große A und O. Ne? Ja, wir müssen halt gucken, wir müssen halt so ein bisschen preislich so uns in dem Segment bewegen, wo wir sagen, das ist bezahlbar, weil ich würde den gern für so Offroad-Touren nutzen. Ja. Heißt Dachträger wieder drauf und Luftansaugung dran und allen Schnick und Schnack. Und ich muss halt gucken, wie das mit der Zulassung ist, weil Diesel, die sind ja bekloppt mit den ganzen Umweltzonen bei uns im Ruhrgebiet. Das ist ja total banal, das ist Schwachsinn. Ja, da geht nur Benzin. Da geht nur Benzin oder es geht Diesel, aber das kostet Schweinegeld an Steuern. Ja, Leute, Ende vom Lied ist, die Preise sind zu teuer. Aber ihr könnt jetzt gerne mal hier unten in die Videobeschreibung gucken, da habe ich den netten Philipp verlinkt. Wie immer wollte ich jetzt nicht so aufdringlich sein mit der Kamera, machen wir auch drauf. Und habe die da so ein bisschen runtergehalten. Bin immer so ein bisschen schüchtern, wenn ich sowas produziere. Ja, hier kommen wir nicht weiter, oder? Was sagst du, Basti? Vorbei, der Traum mit der Gig. Hier kommen wir nicht weiter. Vor allem, nee, das geht nicht. Also ich suche weiter, ne, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da. So. Ende. Ciao.